Alter, was geht ab, Leute? Hier mit einem Gast. Und zwar habe ich hier ein neues Segment. Das ist die erste Folge, deswegen haben wir hier den Kollegen. Das ist 4K-Drohne von Twitter. Und er ist am Start, weil die Folge oder das Segment handelt über mögliche Verbesserungen, mögliche Ideen. Und der Kollege postet öfter auf Twitter seine Ideen, seine Vorschläge, seine Verbesserungen an Niantic. Ich habe mir auch schon viele angesehen und durchgelesen und ich fand die sehr gut. Dementsprechend haben wir ihn hier heute als Gast da. Hi. Hi. Alles klar. Ganz klar, bei dir auch? Ja, auf jeden Fall, alles gut. Grüße aus der Schweiz. Das zukünftige Format, ihr könnt eure Ideen einschicken und dann werde ich sie mir anschauen, mein Feedback geben, vielleicht wird er dann nochmal als Gast kommen und sein Feedback auch geben und dann noch ein paar andere Ideen mitbringen. Aber heute haben wir drei kurze Themen, drei Ideen von ihm, die er uns jetzt mal vorstellt und dann reden wir mal darüber. Finde ich gut, ja. Fangen wir doch beim ersten Thema an. Ich finde, das Thema Raids ist ja wirklich ein beliebtes Feature in Pokémon Go und ich fände es eigentlich gut, wenn man das zusammen mit den Arenen irgendwie verknüpfen könnte, dass man bei den Goldorden, die man erhalten hat, durch wirklich große Arbeit zum Teil in den großen Städten, dass man da eigentlich das legendäre Ei oder das normale Raid-Ei oder den Raid wirklich auch sieht in seiner Liste drin. Mhm. Und weil ich finde einfach, dann hat man auch einen Anreiz, auch diese Arenen auf Gold zu bringen, weil jetzt ist es nur für die persönlichen Liste oder persönliche Challenges mit den anderen Leuten eigentlich relevant, aber wirklich Nutzen davon hat man eigentlich nicht, außer ein paar mehr Items. Von daher wäre es sicherlich ein cooles Feature. Du meinst, also wenn man zum Beispiel in einer Arena sitzt, dann sieht man ja auch den Raid. Ja, korrekt, aber da musst du sie ja anklicken, oder? Genau, und dann kommt ja dann die Meldung, dass der Raid läuft und dann genau. Siehst du es nachher erst, wenn du rausgehst, dann unten, oder? Aber wenn man wirklich da durch die Liste durchscrollt und dann sieht man da, Gold, und da ist ein Ei zum Beispiel, schlüpft in 30 Minuten, ist ja ein Dreier-Ei und dann weiß man, okay, ich weiß ja, wo die Arena ist, weil ich habe sie da auf Gold gekriegt, ich fahre dahin oder gehe dahin oder kann mit meinen Freunden was abmachen, wenn die Arena noch nicht auf Gold haben zum Beispiel, oder ich bin in der Stadt, der ist in der anderen Stadt und wir können so eigentlich eine Raid-Tour planen, gerade nicht interessant für so dreistündige Raid-Events, wo man wirklich von Raid zu Raid fahren will. Ja, auf jeden Fall, das ist eine gute Idee. Ich meine, es ist ja nicht unmöglich, weil wenn man in der Arena sitzt, sieht man es ja auch, also könnte Niantic das wahrscheinlich schon irgendwie. Denke ich auch, ja. Wer hat auch eine gewisse Ansage gegen die ganzen Maps, die es das mal gab, dann könnte man selbst irgendwas dafür tun, dass man die Maps gar nicht mehr benötigen würde, oder? Also, ja, klar. Weil schlussendlich, sie haben ja was davon, wenn man mehr Raids macht, also mehr Kohle und so weiter. Ja. Wäre sicherlich eine coole Idee, ja. Okay. Und du stellst dir das vor, also nur wenn man auf die Goldarenen geht, sieht man dann das Ei, oder auch bei Raids in der Nähe, also dieses unten rechts? Das würde ich ganz normal lassen, das bezieht sich auf den Standort. Da sieht man ja nicht nur das in der nächsten Umgebung, jetzt mittlerweile ja, glaube ich, bis zu 12 oder 13 Stück, oder? Früher war es ja nur 6, glaube ich. Genau. Und wenn man wirklich was suchen will, wenn man zum Beispiel, ich habe es auch so, wenn ich nach der Arbeit, dann gehe ich auf die Stadt durch und schaue, was kann ich noch machen. Ich bin meistens so um 18 Uhr erst fertig, heute war es cool mit den Groudons, aber dann will ich irgendwas noch machen und dann sehe ich nichts und dann gehe ich nach Hause, weil dabei wird eine, 10 Minuten später würde irgendwo was aufgehen, oder? Und das sehe ich einfach nicht. Und wenn ich da kurz schauen könnte, gut, ich habe da die ganze Stadt auf Gold, cool, da hinten geht in 20 Minuten eine rauf, dann gehe ich nach hinten, schreibe es in der Gruppe, hey Leute, da hinten wäre noch ein Fünfer, habt ihr Lust? Und dann könnte man das so organisieren, ja. Verstehe. Quasi wie noch ein zusätzlicher Check, quasi, wenn man jetzt was suchen will oder so. Ist kein Muss, aber wenn man jetzt in der Nähe ist und sowieso genug hat, dann geht man ja sowieso immer erst zum nächsten und nicht irgendwie zuerst noch 20 Kilometer weg weit, um was zu machen. Also. Verstehe. Ja. Ich weiß nicht, ob du diesen, ich nenne es mal einen Bug, ich weiß nicht, ob du das auch hast, aber manchmal werden mir oben Raids angezeigt, die gar nicht mal in der Nähe sind. Ja, das habe ich auch schon gehabt. Ja, das ist mir aufgefallen, vor allem wenn man mit dem Auto mitfährt oder so, wenn man irgendwie, dann fährt man immer durch und dann hat es da irgendwas und dann hat man das App aber gerade geschlossen oder irgendwie eine andere App offen und dann switcht man wieder auf die andere App zurück, dann sieht man diese Meldung und dann denkt man, was, da ist jemand, ist hier etwas, da klickst du drauf und da ist dann gar nichts, also habe ich auch schon erlebt, ja, da hinten ist noch einer, fahren wir kurz hin, aber nee, war nichts mehr da, ja. Also diese Meldung kriege ich jetzt in letzter Zeit öfters und das sind halt so irgendwelche Arenen, die ich gerade momentan auf Gold habe oder auf Gold mache, also. Ja, bei dir geht's lange in München. Ja. Das haben wir hier besser, definitiv.
Also an sich könnte man, ich weiß nicht, ob das dann zu viel wäre, weil je mehr Gold da gehen, desto mehr Meldungen, aber dass dann auch oben dann die Meldung kommt, falls ein Ei kommt. Kann man auch machen. Aber dann, wenn man viele Gold agieren hat, würde wahrscheinlich andauernd da irgendwas oben kommen. Ja, genau. Ich finde auch, man in den Einstellungen könnte man viel mehr noch programmieren, was man, wo man Push-Meldungen und so bekommen will. Das ist ja momentan ziemlich auf einem guten Weg, also mit den Geschenken, mit den Fütterungen und so weiter. Und wenn man das noch jeder Spieler eigentlich nochmals verfeinern könnte, für was will er genau Meldungen erhalten, dann könnte man genau das so eigentlich filtern oder so. Also, wie gesagt, eigentlich damals, als die Naps noch gingen, wo die ganzen Raid-Karten noch aktiv waren, da konnte man das alles filtern und einstellen und machen. Und wenn Niantic das ein bisschen selbst in die Hand nehmen würde und proaktiven Spieler auch was ändern will, also ein bisschen einen Weg dazu machen würde, dass man ein bisschen mehr sieht, denke ich, wäre es nicht so schlecht. Ja, klar, auf jeden Fall. Du hast schon das Thema mit den Einstellungen angesprochen. Das kann uns direkt zu deiner nächsten Idee führen. Richtig, ja. Und zwar die Idee ist, mit dem Verschicken von Pokémons. Ich denke natürlich, jeder kennt das. Da kommt ein Event, da ist Pikachu und mittlerweile mir geht es zumindest so, dass der erste Gedanke immer ist, oh mein Gott, hoffentlich kein Hut oder hoffentlich kein Blumenkranz oder irgendwas. Oh ja. Weil genau nach hast du das Inventar voll mit diesen interessanten, für Sammler sicher interessanten Pokémon, aber unterm Strich eigentlich muss man nachher nur noch mehr verschicken und jedes einzelne anklicken, das dauert einfach ewig. Und nach dem C-Day 20 Shines oder noch mehr, das ist absehbar, wenn man das verschicken dann will, jetzt mit dem Glückstausch, nicht mehr so relevant, aber wenn man das dann verschicken will, das dauert ewig. Und da fände ich einfach gut, wenn man das deaktivieren könnte, dass man sagen kann, hey, ich will jetzt legendäre Massen verschicken, ich will Shinies, Glücks-Pokémon verschicken zusammen, ja, Max verschicken, ja. Von daher, das sollte man deaktivieren und aktivieren können. Da könnte man wirklich mal ausmisten, komplett in einer absehbaren Zeit, dass es nicht stundenweise am Handy da sitzen musste, nur das Gleiche machen, so wie früher. Und das fände ich wirklich auch eine tolle Sache, wo eigentlich auch nicht eine große Programmiersache dahinter stecken würde. Könnte man leicht einführen. Ich habe zufälligerweise heute erst die Blumenkranz Pikachu und Evoli ausgemistet, also ich weiß genau, was du meinst. Ja, das ist so. Wie gesagt, es geht mittlerweile ja, jeder Hut kommt dann wieder mal zurück, dann kommen die Peaches noch als Hut, dann kommen noch die Luckys dazu und wieder separat, die Shinies kommen wieder separat, die Legendären sowieso. Ich meine, nach so einem krassen Raid-Tag, wo man 20, 30, 40 Legendäre macht, dann verpasst du es einmal zu verschicken, und nächsten Tag hast du wieder 30 und dann hast du schon 60 und das dauert dann seine Zeit und das ist ein Problem, also Luxusproblem, aber letztendlich. Oder zum Beispiel Meltan, auch dasselbe Problem. Das ist das auch, ja, genau, ja. Und natürlich, ja. Also einfach alles, was eigentlich nicht normal ist, quasi, wenn man das normal so sagen darf. Ja, klar. Wäre eine nette Option, ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, ja. Klar. Also, man kann ja viele Ideen haben, nicht nur so großartige, die das Spiel komplett verändern, sondern auch so kleine Ideen, die so ein bisschen Bonus geben, also. Da kann Niantic noch vieles machen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Das Rad muss man nicht neu erfinden. Das Spiel an sich ist ja eigentlich, wenn man es vergleicht mit dem Anfang, eigentlich, es läuft eigentlich, du kannst es starten, es startet auch ohne Probleme. Das kennen wir alle noch anders. Also, die seit Beginn dabei sind, die wissen das ja bestens. Machen was davor, wenn du dich einloggen konntest und so. Und jetzt mittlerweile, da können wir über das diskutieren. Ist auch eigentlich eine gute Entwicklung grundsätzlich, ja. Eben, genau. Ja. So, und eine Idee hattest du noch heute für uns? Ja. Eine Idee habe ich noch für euch, eine ganz aktuelle Idee. Ja. Und zwar die Idee, jeder kennt es, Glücksfreunde. Mit seinen besten Freunden, die man zu Beginn des Features noch von überall her hatte, oder von der Twitter-Community, zum Teil von Norddeutschland, von überall her, haben wir Glücksfreunde und dann ist das Thema, ja, du kannst dann eigentlich nicht mehr höher aufsteigen, bis du den Tausch gemacht hast. Und zumindest ein Glückstausch, wenn man den über die Distanz machen könnte, wäre natürlich genial, weil dann könnte man auch wieder das Erlebnis haben, um hochzuleveln. GoFest zieht man die Item vielleicht und dann hast du dennoch nur einen Spezialtausch pro Tag oder eben, so eine Sache. Ja. Von daher den Glückstausch über die Distanz machen wäre für mich eine nette Sache, einen netten Kompromiss und auch wiederum gegen Account-Sharing proaktiv vorgehen, also ohne dass man irgendwie dann auf Ideen kommt und einfach sagen, hey, wir könnten das einfach so machen, warum nicht, oder? Ist ja nichts verpasst, ist ja nichts Schlimmes, oder? Also den Vorschlag habe ich auch schon bekommen, ja. Also ich bin mit einem aus Entfernung, Glücksfreund, der so, ja, Hong, wenn du willst, du kannst dich bei mir einloggen.
Und dann kannst du da mit dir selber tauschen, wie so ein Es ist halt dann wiederum halt das Einfachste dazu, oder? Man kommt auf die Idee, weil es halt, man blockiert sich quasi selbst, man kann eigentlich noch mehr Glücksfreund werden oder Ultra-Glücksfreund oder was auch immer, oder? Es verlockt einem halt dann schon was zu machen, aber schlussendlich sagen wir, ja gut, was könnten wir dagegen tun? Mach doch einfach das Feature, dass man das über die Distanz machen könnte und Thema erledigt, oder? Also, ja, das wäre noch so eine Sache, wo ich fände, dass wäre im Rahmen der nicht großen Änderungen, finde ich, weil, ja. Dann haben wir auch hier den Grund, um die ganzen Freunde aus Übersee und so weiter nicht zu löschen, nicht löschen zu müssen, nur damit man dann mit anderen noch höher kommen kann. Ja. Darum geht's ja. Freunde auf der ganzen Welt schaffen. Genau. Und sich mit denen austauschen, Geschenke von Entfernung. Genau, wir gehen das tauschen und so weiter und so fort. Also. Hat schon seine Berechtigung. Ne? Zu Beginn war die Distanzfreunde genial wegen den Tauschkilometern. Jetzt sind die wieder nicht gut, weil die Glückstausche können nicht gemacht werden. Also immer so hin und her und das ist einfach so, ja. Da muss so ein Mittel gefunden werden. Genau. Finde ich gut, ja. Drei sehr gute Ideen, finde ich. Könnt ihr gerne unten in die Kommentare eure Meinung dazu schreiben. Und wie gesagt, falls ihr Ideen habt, könnt ihr die gerne einreichen. Ich schaue sie mir an, vielleicht kommt der Kollege wieder vorbei. Dann schauen wir uns die gemeinsam an. Aber ich bedanke mich bei dir. Vielen Dank für deine Zeit. Falls du noch irgendwas sagen möchtest, vielleicht kannst du das gerne machen. Vielleicht noch einen ganzen Gruß an alle Schweizer, die deinen Kanal abonniert haben. Machst gute Videos, auch Grüße hier raus. Und wir sehen uns dann in Dortmund wahrscheinlich, ja. Oh ja, da können wir unseren Spezialtausch machen, weil wir sind auch... Wir sind auch in Dortmund, ja. Genau. Alles klar. So, nochmal das Outgo. Grüße gehen raus und danke an 4K Drohne. Auf Twitter checkt ihn ab. Link ist unten in der Beschreibung. Der hat da viele coole Ideen, ist auch einer der aktiven Spieler dort. Ich hoffe, euch gefällt das neue Format. Wir gehen Ideen durch, ihr könnt welche eingreifen, schickt sie mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Dort könnt ihr mir übrigens auch folgen. Vor allem jetzt dann für die Deutschlandtour, damit ihr immer Bescheid wisst, wo ich bin, wo ich hingehe. Ich kriege immer viele Fragen, hey Hong, was hältst du von dieser Idee? Hey Hong, was wäre, wenn dies, das? Hong, was würdest du verbessern an diesem Spiel? Dementsprechend dieses Format hier. Ich habe eine, meiner Meinung nach, gute Idee, wie man Team Rocket einführen könnte. Werde ich in den nächsten paar Folgen auch nochmal besprechen. Viele fragen mich zum Beispiel, Hong, wie fändest du die Idee, Chat? Echt zu sein? Schlecht. Wie fändest du die Idee, zu sehen, wo man auf der Karte ist, also andere Spieler? Also man sieht, dass ich jetzt hier zum Beispiel bin, und dann sieht man da den anderen Spieler, der eingeloggt ist, und da und da und da. Um echt zu sein, fände ich das auch schlecht. Aber solche Ideen gehen wir halt durch. Also das war's erstmal von dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Ansonsten wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.